Okay, das war so nicht geplant. Hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid zu dieser Session. Es ist 3 Tage lang schon Republika, wir haben schon viel gesehen. Es wurde gerade schon gesagt, eigentlich hatten wir vor, ob wir jetzt ein bisschen gemeinsam Bohemian Rhapsody schon üben für gleich, für die Closing Ceremony, weil wir, glaube ich, alle schon ziemlich voll sind mit Inhalten. Aber naja, wir haben es dann doch gedacht, wir machen jetzt noch ein richtiges Kracherthema, nämlich Algorithmen. Und das ist für viele ein bisschen boring. Wir hoffen jetzt nicht für euch, die hier sitzt. Es ist ein wichtiges Thema, es war auch schon auf der Republika häufig Thema dieses Jahr, in mehreren verschiedenen Panels. Es ist jetzt nicht das sexy Thema, das ist richtig, aber es ist eben extrem entscheidend, dass wir klar sind darüber, was es eigentlich ist und warum wir als Öffentlich-Rechtliche in diesem Themenfeld auch aktiv sein müssen. Wir haben bewusst im Titel auf KI verzichtet, kann ja auch mal ohne das Wort irgendwie auch was Spannendes machen. Ist aber ganz interessant, weil wir im Vorfeld mit dieser Aussage konfrontiert wurden. Ein Bekannter von uns hat erfahren, dass wir das hier machen, und dann hat er gesagt so, warum redet ihr eigentlich noch über Algorithmen? KI ist doch jetzt das große Ding. Und meinte damit im Endeffekt, das hat ja nichts mit Algorithmen zu tun. So, und dann wussten wir beide nicht so, meint er das jetzt ernst oder möchte er uns veräppeln? Oder ist es einfach so, dass das auch schon zeigt, dass das einfach ein Thema ist, über das wir immer und immer wieder sprechen müssen. Und das machen wir heute. Es geht bei uns halt um Empfehlungsalgorithmen. Es geht halt nicht um generative KI oder etc. Es geht bei uns jetzt primär um Dinge, die wir von großen Tech-Konzernen kennen und wo wir jetzt ja auch als Öffentlich-Rechtliche, vor allem aktuell in unseren Mediatheken, immer mehr einsteigen. Also wir wollen heute hier an dieser Stelle erklären, was hat es mit diesen Empfehlungsalgorithmen, Logiken, diese Algorithmen, die bei uns da zum Einsatz kommen, auf sich. Wir wollen erklären, wie sie funktionieren, warum wir das machen und was der Unterschied im Endeffekt ist zu den großen Tech-Konzernen, die ein ganz anderes Ziel haben. Hier hängen überall Plakate rum, auch mit Facebook. Da wollen ja die Tech-Konzerne uns möglichst lange auf den Plattformen lassen. Die wollen damit Geld verdienen. Wir wollen das vielleicht auch, aber aus anderen Gründen. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen erklären, was dahinter steckt, wie wir sie einsetzen können, wie wir sie für uns einsetzen können, wie sie eventuell auch manipulieren können. Und das ist so ein bisschen das Thema. Noch ein bisschen mehr Erwartungsmanagement. Ich weiß jetzt nicht, wenn hier ganz viele tech-affine Menschen sitzen oder Menschen sitzen, die selber Coder sind oder in dem Bereich auch programmieren. Das ist es nicht heute. Wir gehen nicht sehr tief in den Code rein. Wir erklären eher Mechanismen, Anwendungsbeispiele und wollen das Potenzial öffentlich-rechtlicher Algorithmen aufzeigen. Und vor allem das Thema bis zum Ende durchdenken, da am Ende mehr zu. Ganz kurz zu uns, von wo wir beide kommen. Wir sind vom WDR Innovation Hub. Das ist unser Claim. Also wir wollen Dinge für die Öffentlich-Rechtlichen, für den WDR und das größere Umfeld in den öffentlich-rechtlichen Medien bearbeiten, wollen schauen, was die großen relevanten Themenfelder sind, die einen Einfluss haben werden. Auf uns als Medienlandschaft, als Medienhäuser, aber auch auf die Gesellschaft. Und so machen wir das mit Trends, mit Trendmanagement. Wir schauen auf Entwicklungen, die eben einen Einfluss haben. Wir kreieren Zukunftsszenarios und fokussieren uns auf diese zusammenhängenden Entwicklungen und versuchen damit Strategien zu beeinflussen. Das ist bei diesem Thema auch extrem wichtig, um eben Geschäftsleitungen, Führungskräften, den Strategien, die wir in den nächsten Jahren so umsetzen werden, klarzumachen, warum sollten wir Dinge tun, wie sollten wir sie groß denken und warum sollten wir Dinge eben nicht bauen, also nicht tun. Also wir überlegen immer so, was ist der strategische Überbau für ein Thema und warum sollten wir Sachen machen oder nicht machen. Dafür gibt es dann Zukunftsreports. Wir hatten schon welche hier auf der Republika auch, synthetische Medien, da ging es auch um KI, Generation Alpha. Und jetzt Anfang der Woche, er sitzt irgendwo da hinten, Dennis Horn hat den Zukunftsreport Mensch-Maschine, also da ist das KI-Thema drin, hat er vorgestellt. Warum müssen wir jetzt hier nochmal über das Thema öffentlich-rechtliche Algorithmen reden? Warum braucht es diesen Appell, von dem wir auch in unserer Überschrift gesprochen haben eigentlich noch? Wir machen doch das doch schon. Wir haben doch 2021 gesagt als öffentlich-rechtliche Anbieter, komm, wir machen ein Streaming-Netzwerk, wir setzen auf die schon Grundlagen, die das ZDF aufgebaut hat, und da war ja schon klar, mit dieser Thematik ging auch die Debatte durch die Decke öffentlich-rechtliche Algorithmen. Kai Gnifke saß gestern hier auf der Bühne, hat es auch nochmal gesagt, wie wichtig das ist, dass wir das tun, damit wir alle erreichen, eben nicht nur über das Lineare, sondern eben die Menschen, die wir im Linearen nicht mehr erreichen. Und da ist eben unser Player, sind unsere Player sehr wichtig und sind auch diese Empfehlungsalgorithmen sehr wichtig. Und deswegen ist doch das Thema eigentlich drin. Wir hatten Jörg Schönborn, der hat das letztes Jahr auch in einem Interview gesagt, es ist extrem wichtig, dass wir Empfehlungslogiken haben, die anders sind als bei den kommerziellen Anbietern, die nicht immer das Gleiche anbieten, sondern auf eine intelligente Art und Weise Horizonte erweitern. Wir hatten Andreas Grün, der war hier am Montag Head of Technology
Community beim ZDF, der in die gleiche Kerbe schlägt, der sagt, wir müssen Bubbles zum Platzen bringen. Wir haben die Medienpolitik, die sagt, hey, super, ihr müsst Plattformen machen, das ist der heiße Scheiß, auch wenn nicht alle genau wissen, was eine Plattform ist an der Stelle. Und auch da ist die Grundlage für all dessen, die technische Grundlage, damit das überhaupt funktioniert, das Thema Algorithmen. Wir selber in Innovation Hub, das ist ein kleines Sneak Peek, haben uns auch mit der Frage beschäftigt, wie sich Nutzerinnen und Nutzer in den nächsten 10, 15 Jahren mit dem Thema auseinandersetzen, an Inhalte zu kommen. Da gibt es bei uns ein Userverse, das ist nur wie ein kleiner Einblick darin, das werden wir später in diesem Jahr vorstellen, aber auch hier, das ist sehr entscheidend, geht es am Ende sehr stark um Algorithmen und Plattformen, denn was wir bei unserer ganzen Arbeit in den letzten Monaten daran entdeckt haben, ist einfach diese Art, wie Nutzerinnen und Nutzer in den nächsten Jahren noch verstärkt und wesentlich mehr als jetzt an die Inhalte, selbstbestimmt an die Inhalte kommen wollen und das unbewusst oder bewusst natürlich durch Algorithmen machen, durch Empfehlungslogiken und sich in einer Welt bewegen, die eigentlich nur noch aus Plattformen und Kommunikationskanälen besteht und die klassische Medienwelt gar nicht mehr da ist. Deswegen, das zeigt auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit diesem Themenfeld öffentlich-rechtliche Algorithmen beschäftigen. Und dann ist die Frage, ja, dann ist doch alles super, aber es gibt eben auch diese Seite. Es gibt bei uns in den Medienhäusern selbst, das wird jeder, der aus den Medien kommt, kennen, das gibt es in der Öffentlichkeit, in der Politik, ganz viel Skepsis, ganz viel Angst gegenüber diesem Thema Algorithmen. Für viele sind die evil, die manipulieren uns, die halten uns irgendwo, wo wir gar nicht sein wollen. Viele sagen, das widerspricht doch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, dass ihr jetzt was mit Algorithmen macht, das ist doch schlecht für den Journalismus, das schadet unserer Glaubwürdigkeit. Das können diese ganzen Sachen mit den Empfehlungen, das können doch Redakteurinnen und Redakteure eh viel besser als irgendwelche personalisierten Algorithmen, Empfehlungslogiken. Und damit haben wir zu kämpfen, tagtäglich in unseren Häusern zu klären, zu sagen, auch in der Öffentlichkeit, das, was wir da gerade tun, hilft am Ende euch und hilft im besten Fall, ja, ich sage es jetzt mal bewusst so, du gehst da gleich mehr drauf ein, auch in der Art und Weise, wie wir es machen, der Gesellschaft. Und da steigen wir jetzt drauf ein, was das genau bedeutet, wenn wir öffentlich-rechtliche Algorithmen machen. Genau, Anna hat es gerade eben schon angesprochen. Wir haben natürlich auch einen staatlichen Auftrag zu erfüllen, nämlich den Medienstaatsvertrag. Und wenn wir über Algorithmen nachdenken, dann müssen wir natürlich auch mal schauen, unter welchen Voraussetzungen dürfen wir die eigentlich einsetzen und welche Prämissen müssen wir da verfolgen. Wir haben also den Medienstaatsvertrag herangezogen, diesen analysiert und herausgefiltert. Es gibt vor allen Dingen drei Punkte, die wir berücksichtigen müssen. Zum einen ist es unser Auftrag, die Vermittlung von Informationen, Bildung, Unterhaltung und Kultur zu fördern und anzubieten. Das ist also auf jeden Fall etwas, was wir, wenn wir Empfehlungssysteme verwenden, mit berücksichtigen müssen. Wir sind auch dazu da, um die freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung zu unterstützen. Auch das darf nicht vernachlässigt werden, wenn wir uns mit der Technologie befassen. Und zuletzt ist es unser Auftrag, eine Demokratie zu fördern und auch soziale und kulturelle Bedürfnisse. Und um nochmal von vorne einzusteigen, wenn wir über das Thema Algorithmen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen, ist häufig die Rede von der öffentlich-rechtliche Algorithmus. Und das ist etwas, das gibt es so nicht. Es gibt nicht diesen einen Algorithmus. Es gibt nicht diesen einen TikTok-Algorithmus, diesen einen Spotify-Algorithmus. Wenn Medienanbieter Algorithmen einsetzen, dann ist das immer ein ganzes Set, ein ganzes System und das ist komplex. Und indem wir dieses System einmal aufbohren und zeigen, welche möglichen Mechanismen da drin stecken, können wir auch zeigen, warum wir hier Potenzial sehen, eben unseren öffentlich-rechtlichen Fokus mit zu implementieren. Ich habe also ein paar Beispiele mitgebracht, wie Algorithmen so funktionieren können. Das ist gänzlich nicht die gesamte Welt, aber kann es daran mal zeigen. Ich steige ein mit dem Collaborative Filtering. Klingt schwierig, ich habe deswegen ein Bild mitgebracht. Das soll es veranschaulichen. Wir haben hier zwei Nutzer, das sind Max und Viktor. Beim Collaborative Filtering wird geschaut, wie ähnlich sind sich gewisse Nutzer. Das heißt, Max und Viktor gucken häufig dasselbe, zum Beispiel das Bundesliga-Update und auch Anne Will sehr gerne. Jetzt hat Viktor allerdings schon eine neue Doku-Reihe in der Mediathek entdeckt, Dirty Little Secrets. Max noch nicht. Wir können aber sehen in den Daten, Max und Viktor sind eigentlich identisch. Also schlagen wir Max vor, was Viktor entdeckt hat, mit der Hoffnung, dass wir Max' Blase erweitern. Also wir schauen uns Nutzer an und bilden Pärchen und wenn der eine oder die andere eben was entdeckt, dann empfehlen wir vice versa. So viel auf Nutzerinnenbasis. Das Ganze gibt es auch auf inhaltlicher Basis, nennt sich dann Content-Based Filtering. Hier sieht es schon anders aus, wir haben nur eine Nutzerin, hier an der Stelle ist es Milena. Milena interessiert sich für Nachhaltigkeit und
Ökologie. Sie schaut gerne Dokus über Greta und auch gerne Quarks. Und wir haben dann rausgefunden, auf inhaltlicher Basis, die neue Doku ins Herz der Arktis sticht in dieselbe Kerbe, ähnliche Themen. Wir empfehlen das Milena und somit füttern wir quasi ihr Interesse zu Dokumentationen im Bereich der Wissenschaft und Nachhaltigkeit. Diese inhaltliche Empfehlung basiert allerdings nicht nur auf Themen. Es kann auch auf Formatebene passieren, wenn man merkt, irgendwie da ist ein User, der konsumiert gerne 10-minütige Sachen, dann habe ich mehr Chancen, dem was Neues 10-minütiges zu empfehlen, als jetzt dem was 2-stündiges. Vielleicht auch nicht immer, aber wir sehen, es gibt verschiedene Ebenen, auf der man diese inhaltsbasierten Algorithmen einsetzen kann. Es können zum Beispiel auch Protagonistinnen oder Hosts oder Moderatorinnen oder auch Orte sein. Wenn wir aber schon dabei sind, Menschen mehr mit denselben Inhalten zu versorgen, müssen wir auch darüber nachdenken, wie holen wir sie eben da raus. Deswegen ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, so eine Art Anti-Recommender mitzubringen. Also wir haben eben Milena kennengelernt, die sich sehr für Ökologie, Nachhaltigkeit, Umwelt interessiert, konsumiert sie auch viel. Und wir wollen ihre Blase jetzt aufbrechen, nicht was ganz Fremdes empfehlen, aber etwas, was ihr Konsumverhalten vielleicht erweitern könnte und könnten ihr, Beispiel aus der Mediathek, den Weltspiegel mal ans Herz legen und dann eben schauen, haben wir jetzt Milenas Interesse etwas verbreitert, haben wir ihr was Neues zeigen können, bevor sie nachher wohl nicht gesucht hatte. Aber ein Empfehlungssystem besteht nicht nur aus krassen mathematischen Empfehlungen, Algorithmen etc. Wir können auch ganz einfache Regeln und Heuristiken implementieren. Das kann zum Beispiel sein, das ist hier ein Beispiel, was der National Public Radio Service in den USA so macht. Das kann zum Beispiel sein, eine Userin bei uns, Nora, startet einen personalisierten Stream und wir senden ihr standardmäßig die Tagesschau in 100 Sekunden. Das macht das NPR One in Amerika so, die starten ihren Stream immer mit den aktuellsten Nachrichten. Das ist jetzt nicht gesetzt, das ist ein Vorschlag, wie man es machen könnte, wenn man mit Regeln arbeiten möchte. Man könnte auch sagen, die Nachrichten, die wir ausspielen, dürfen nie älter sein als 24, 8, 12, 2 Stunden. Einfache Regeln, die wir redaktionell festlegen können, auch die können in einem Empfehlungssystem mitverarbeitet werden und das ist dann gar kein großes mathematisches Hexenwerk, sondern einfach eine Regel, an die sich der Algorithmus zu halten hat. Dann sind wir in einem Spannungsfeld zwischen automatisierter Empfehlung und kuratierter Empfehlung und auch die kuratierten Empfehlungen wollen wir nicht vernachlässigen. Wir kennen sie heute schon, wir haben es in der Mediathek auch, Must-See, was die Redaktion schaut. Also extra, meistens sind es Features, große Reportagen, große Filme, große Produktionen, wo gesagt wird, das soll auch angeboten werden mit dem Hinweis, die Redaktion empfiehlt das oder etc. Das wollen wir auch empfehlen, dass das weiterhin beibehalten wird, dass es nicht komplett aus der Hand gegeben wird, sondern dass es immer eine Möglichkeit gibt, was sehr aktuell ist, etwas, wo viel Geld reingeflossen ist, etwas, was wirklich eine breite Masse sehen soll, auch wenn sie nicht danach gesucht hat oder weil es gerade sehr am Puls der Zeit ist, dass das reingespült werden kann in so einen Stream, in so eine sonst algorithmisch zusammengesetzte Zusammenstellung. Jetzt haben wir etwas über verschiedene Mechanismen im Bereich der Algorithmen gelernt, muss aber dazu sagen, selbst das beste Empfehlungssystem, also Algorithmen-Set, funktioniert nicht ohne Inhalte und Metadaten zu diesen Inhalten. Und da haben wir Glück, denn wir haben ja große Archive, die voll sind mit guten journalistischen Inhalten. Manchmal ist es sogar schwer, diese eben zu finden. Und für uns ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Algorithmie und Empfehlung ist das Thema Serendipity. Serendipity beschreibt eigentlich die zufällig relevante Entdeckung. Wir kennen das vielleicht aus dem Radio, man schaltet das an, man weiß nicht, was kommt. Da kommt ein Song, den kannte ich noch nicht. Plötzlich kenne ich den und finde ihn gut. Und das sind diese Momente, diese Überraschungsmomente, die wir aus den klassischen Medien kennen. Wir schalten was an, wir wissen nicht, was kommt. Plötzlich wird mein Horizont erweitert und ich sehe was ich eigentlich nie angeschaltet hatte, weil es gerade läuft. Und diesen Mechanismus wollen wir eben auch, wenn wir von Empfehlungssystemen und Algorithmen sprechen, mit einbauen, zum Beispiel eben durch Anti-Recommender. Und so können wir es eben auch schaffen, unseren Auftrag, die Information, die Unterhaltung und die Bildung und auch die Kulturbereiche abzudecken. Wir können das eben kontrollieren, weil durch die Empfehlungssysteme können wir ganz genau sehen, was wurde denn auch in welcher Höhe ausgespielt. Wir können also theoretisch sehen, wie viel Kultur wurde heute schon in den ersten 2 Stunden konsumiert, wie viel Bildung, wie viel Nachrichten, whatever. Und das hilft uns natürlich auch dabei, immer weiter an so einem System zu schrauben und vielleicht auch mal zu testen, was funktioniert gerade gut.
Zusammengefasst würden wir also nicht von dem öffentlich-rechtlichen Algorithmus sprechen, sondern eigentlich von einem öffentlich-rechtlichen Empfehlungssystem, das sich mit verschiedenen Mechanismen speist, eben verschiedenen algorithmischen Filtermethoden, die zum Teil auch einfach Open Source schon da sind, mit Regeln, redaktionellen Regeln, mit Anti-Recommendation, auch mit User Engagement und auch mit klassischen Automatismen, wie zum Beispiel habe ich Folge 1 einer Serie geguckt, ist es naheliegend auch Folge 2 und nicht was ganz Neues zu sehen, wenn ich gerade am Ball bleibe. Wir glauben, dass wir genau durch dieses Konzept, diese Erweiterung, nicht diesem Regel, einfach nur UserInnen in ihre Rabbit Holes weiterzuführen, immer mehr vom selben anzubieten, es schaffen, eben ein Handshake zwischen den Algorithmen und dem öffentlich-rechtlichen Auftrag zu schaffen und damit eben dann auch die Polarisierung, die sonst beim Thema Algorithmen sehr stark verbreitet ist, zu überwinden und Leuten den Horizont zu erweitern und nicht nur sie weiterhin in ein weiteres Thema zu binden. Wenn wir aber davon sprechen, dass wir öffentlich-rechtliche jetzt mit Empfehlungssystemen arbeiten, hantieren, das anbieten, dann müssen wir auch über Transparenz sprechen. Für uns ist es sehr wichtig, irgendwie erklärbar zu machen, zu zeigen, warum passiert etwas. Etwas, was aus dem Bereich Explainable AI aus einer ganz basalen Ebene kommt, die Erklärbarkeit einer Empfehlung. Also wir sehen hier, weil Sie XY gesehen haben, kriegen Sie auch noch das vorgeschlagen. Das ist ganz einfach, den UserInnen zu sagen, du hast das geschaut, wir schlagen dir das vor. Oder du kriegst das vorgeschlagen, weil das die Redaktion empfiehlt. Oder du kriegst das vorgeschlagen, weil du zu viel davon geguckt hast. Das ist aber so State of the Art, das macht Amazon auch, kennt ihr vielleicht, weil andere Kunden haben das gekauft, etc. Wir wollen einen Schritt weitergehen. Beispiel auch das ZDF, dessen Algorithmen wir ja im Streaming-Netzwerk benutzen. Die haben auch eine Offenlegung über ihre Technologie auf ihrer Website geschaltet. Da kann man nachlesen, was setzen die da ein, wie funktioniert das und was erzielt das. Wir im Innovation Hub arbeiten ja mit Trends und ein sehr großer Trend ist die Total Transparency. Total Transparency meint eigentlich, ganz platt gesagt, nichts soll hinter verschlossenen Türen bleiben. Das betrifft erstmal die gesamte Gesellschaft und gesamte Wirtschaft. Wir gucken uns hier den technologischen Bereich an und sagen auch, wenn wir Empfehlungsalgorithmen einsetzen, Empfehlungssysteme, Technologie mit unseren Medien verheiraten, dann möchten wir da transparent sein und werben auch dafür, diesen komplett Open Source nachher anzubieten. Ich persönlich kann nichts damit anfangen, aber es wird Menschen geben auf dieser Welt, die das vielleicht interessiert, die dadurch auch in den Diskurs kommen, vielleicht Fehler entdecken, Verbesserungsvorschläge und sich dann eben auch, dass es so einen Austausch gibt. Das ist der entscheidende Punkt. Alles, was wir tun, was wir machen werden, jetzt zusammen mit dem ZDF, Andreas Grün hat es bereits am Montag hier auf der Bühne gesagt, wir sagen es heute, soll transparent, soll Open Source sein. Das gilt natürlich einerseits, ist das ZDF im Lead, wir sind eben Teil jetzt dieses Streaming-Netzwerk mit dem ZDF, die jetzt schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben, aber es geht ja auch darum, dass die Dinge, die wir dort mit diesen Empfehlungslogiken jetzt programmieren, auch weiter einsetzen wollen auf anderen Angeboten. So, wir haben ja nicht nur die Mediatheken als einen sehr wichtigen digitalen Ausspielweg, wir haben ja auch viele andere Angebote und alle Erkenntnisse, die wir dann auf diesen Webseiten oder auf anderen Angeboten haben werden, die Vorgehensweise, das Wissen, was wir damit erlangen werden, was geht nicht, eben der Code soll und muss zur Verfügung gestellt werden. Das ist zutiefst öffentlich-rechtlich und sorgt eben für das, was wir vorhin am Anfang hatten, er sorgt für Verständnis. Er sorgt für Akzeptanz und auch für Wissen darüber, was da eigentlich passiert. Denn immer noch eben, wir haben es gesagt, ganz viele haben von diesen Dingen, die wir gerade erklärt haben, hier, die Vanessa erklärt hat, einfach nicht so die Ahnung, weil sie nicht wissen, was passiert da eigentlich im Maschinenraum. Wichtig ist auch natürlich, dass dann dieser Code, dass das weiter genutzt werden können muss, dass es weiterentwickelt werden kann, dass man gemeinsam es im besten Fall besser macht, dass das, was wir öffentlich-rechtlich anbieten, einfach dann ja auch öffentlich-rechtlich da ist, für Menschen nutzbar. Ich habe gesagt, es ist nicht nur das, dass wir das hier tun für die Mediatheken, für unser Streaming-Netzwerk jetzt, wir haben noch mehr Angebote, aber die Frage, die wir uns jetzt ja stellen müssen, ist, es fließt gerade sehr viel Arbeit da rein, von vielen tollen Teams beim ZDF, in der ARD, in verschiedenen Einheiten, in Data-Einheiten, in KI-Einheiten, die sich mit der Thematik Gedanken machen, wie können wir diese Algorithmen öffentlich-rechtlich gestalten, wie können wir sie besser machen. Die Frage ist ja, wenn wir einen Impact erzeugen wollen, dann müssen sie aber auch von den Leuten ja genutzt werden, in der Hinsicht, dass sie auf diesen Angeboten auch sind. Ja, unsere Mediatheken werden genutzt, aber ich sag mal so, das ist das Media Universe 2023, das ist eine Grafik von Evan Shapiro,
Der ist Filmemacher, Professor und Unternehmer aus Amerika. Der stellt diese Media Map jedes Jahr auf der South by Southwest vor, hat es dieses Jahr auch auf einer IBU-Veranstaltung, dem Media Summit vorgestellt. Und da kann man halt sehen, was wir alle wissen, es gibt die großen Plattform-Player, die großen Tech-Konzerne, die sich den größten Kuchen da irgendwie aufteilen, da, wo die Menschen am meisten unterwegs sind. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe noch gar nicht gesucht, aber also wir sind da nicht so. Und das ist natürlich doof. Also es ist toll, dass wir auf der einen Seite uns ganz viele Gedanken machen über öffentlich-rechtliche Algorithmen und wie die im besten Fall ja Dinge verbessern können in der Gesellschaft, aber die spielen ja nicht auf diesen Plattformen statt oder finden da nicht statt. Und das ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen. Was machen wir denn mit dieser Erkenntnis? Klar, bitte jetzt nicht falsch verstehen, wir müssen auf Drittplattformen stattfinden. Wir müssen unsere Inhalte zielgruppenorientiert, angebotsorientiert auf die Plattform von anderen Leuten bringen. Da kommen wir nicht dran vorbei, das ist unser Auftrag, alle zu erreichen. Aber die Frage ist natürlich, die man sich stellen sollte und auch muss, ist es wirklich der Weisheit letzter Schluss, nur zu überlegen, wie kriegen wir, also wie, ja, dass wir ein bisschen weiterentwickeln und nicht das große Ganze denken, wie wir vielleicht in ein Relevance Set, zumindest im deutschsprachigen Raum kommen, um eine echte Alternative zu sein. Und das ist die entscheidende Frage, wenn wir also über wertebasierte, demokratiefördernde, konkurrenzfähige, öffentlich-rechtliche Algorithmen sprechen und damit auch einen Impact erreichen wollen, dann kommen wir nicht darum, auch über den nächsten Step zu sprechen. Und das ist die Frage nach, wie sieht eigentlich die öffentlich-rechtliche Plattform der Zukunft aus? Es gibt einige Ideen dazu, auch die wurden teilweise schon auf der Republika vorgestellt. Stetiger Gast hier auf der Republika ist Leonard Dobusch, der sitzt im ZDF-Verwaltungsrat, ist Professor in Österreich. Der geht immer in die Richtung, wenn wir über unsere Angebote sprechen, gerade die Mediatheken, lass uns mal gucken, ob wir die nicht Richtung YouTube entwickeln, dass wir eben mehr User-Generated Content auch reinbringen, mehr Interaktion reinkriegen. Es gibt ein Forschungsprojekt, wo das ZDF beteiligt ist, mit internationalen Partnern, wo es um den offenen Diskurs und Dialog im Netz geht. Es gibt die Beyond Platforms Initiative von Bertram Google, der hat die gestern hier nochmal vorgestellt. Es gibt das ganze Thema Fediverse, dezentrale Strukturen. Jetzt mit der Tagesschau haben wir ein Mastodon Instanz gegründet. Und das sind ja Fragen. Das sind alles Einzelaspekte, die viele Teile dieses Themas Plattform irgendwie abdenken. Und das ist eben unser nächstes großes Thema, dass wir jetzt weitergehen von dieser Frage, wenn wir uns jetzt so lang aus einer strategischen Sicht mit öffentlich-rechtlichen Algorithmen befasst haben, müssen wir den nächsten Schritt gehen. Es gibt da viel Häme auch von mancher Seite. Das schafft ihr doch nie. Ihr werdet nie eine relevante Bubble werden, die da irgendwie im Media-Universe auftreten kann. Das ist uns aber ein bisschen zu kurz gedacht, auch vielen Mitspielern an der Geschichte, dass wir es schon mal neu denken sollten und einmal durchdenken. Das ist die Ankündigung. Im besten Fall stehen wir nächstes Jahr auf der Republika wieder hier auf der Bühne und können erste Erkenntnisse zeigen, weil das ist das große Thema, mit dem wir uns jetzt mit zahlreichen Playern über die Öffentlich-Rechtlichen verteilt, aber auch darüber hinaus beschäftigen werden und wollen eben das Thema einmal durchspielen, einmal durchdenken auf einer strategischen, eigentlich philosophischen Überbauebene. Wie könnte eine ganzheitliche, dezentrale Plattformstruktur, ein Plattformökosystem der Öffentlich-Rechtlichen, welches offen ist, welches dezentral aufgebaut ist, eigentlich aussehen, um den Nutzerinnen und Nutzern da draußen, wir haben es vorhin im Userverse gesehen, die sind in Plattformen und in Kommunikationskanälen unterwegs. Die wollen nicht nur irgendwo Videos haben und sonst nichts. Wie könnte das aussehen, dass wir die dort über verschiedene Touchpoints erreichen und dass sich dann in diesem Plattformökosystem unsere öffentlich-rechtlichen Algorithmen, unsere öffentlich-rechtlichen Empfehlungssysteme auch komplett irgendwie entfalten können? Das ist die Frage, die wir bearbeiten werden. Es gibt es viele Unterfragen etc. Ich sehe gerade, wir müssen aber aufhören. Also, das ist das Thema, was wir angehen werden. Wir wollen das nicht alleine machen, wir machen mit Partnern zusammen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dort auch jetzt hier in der Runde Interesse ist. Es gibt hier die Möglichkeit für Feedback. Wir haben eine Umfrage dahinter. Wir haben innovation@wdr.de. Da könnt ihr auch mit uns Kontakt treten. Das wird ein Projekt, was wir, wie gesagt, jetzt im Laufe des Sommers starten werden. Und dann im besten Fall... Möchtest du noch was zur Umfrage sagen? Ich habe das mit der Umfrage vergessen. Alles gut. Also ihr könnt gerne den QR-Code scannen. Keine Panik, es sind nur zwei Fragen. Ihr habt die Chance mitzumachen, sagen, welche Transparenz euch zum Beispiel bei Algorithmen wichtig wäre. Das hilft uns natürlich auch, so ein Meinungsbild, so ein erstes zumindest, zu bekommen, wie ihr euch Empfehlungen wünscht und auch ein freies Textfeld, wo ihr alle eure Gedanken, die ihr zu dem Thema habt, die ihr vielleicht auch zu dem Vortrag habt, könnt ihr da reinhauen. Und ansonsten, wie gesagt, über die innovation@wdr sind wir auch erreichbar. Vielen Dank. Vielen Dank.